Luigi sieht auch schon ziemlich cool aus mit dem Teil. Ja, ich behalte das mal. Ist ein cooles Ding. Okay, wir können da rein, da raus. Dann kann ich bestimmt auch hier rein und... Nein, kann ich nicht. Okay. Und wenn ich hier reingehe... Na gut, wenn das so ist. Wenn das so ist... Ich will aber da hoch. Moment, ich will da echt hoch. Wäre ich als Mario da hochgekommen? Ey, was soll denn das? Ach so, okay. Na gut, also, um die Frage zu beantworten, ich glaube, als Mario wäre ich da nicht hochgekommen. Aber es hat auch gar keinen Nutzen, also. Aber wie ist das, wenn ich hier genug Anlauf nehme? Das ist jetzt natürlich ein guter Ort, um es auszuprobieren. Dann wäre ich automatisch zum Koopa, also dass ich hier laufen kann. Mist, das wollte ich jetzt nicht. Nee, also so ganz funktioniert das hier nicht. Also ich kann laufen. Und dann muss ich unten drücken. Also es ist praktischer. Es ist sogar besser umgesetzt als das Original. Okay, wir haben einen Star. Ich will trotzdem gucken, ob ich irgendwo rein kann. Dafür nehme ich mir die Zeit. Huhu. Okay, ich würde mal sagen, wir machen hier alles kaputt. Da kann ich nicht durch. Da kann ich durch. Aber hier... gibt's irgendwas. Aber wir gucken mal. Moment, ich kann da gar nicht rein. Wenn das so ist. Dann springen wir mal hier hin. Ich weiß ja, dass hier Boden ist. Okay, gut. Aber komisch, dass man da nicht rein kann. Oh yeah. Okay. Immer wieder gerne. Schnell weiter. Okay, das ist die zweite oder die dritte? Die zweite, sehr schön. Ich habe nichts übersehen. Die kann ich jetzt nicht weiter. Okay, der einzige Nachteil an diesem Power-Up ist halt, man verliert halt das, was man vorher hatte. In meinem Fall... habe ich jetzt was übersehen? Habe ich einen Knopf übersehen oder so? Oder kommt der noch? Kann der nirgendwo rein? Na, ich glaube, der kommt noch. Also ich hatte ja vorher dieses Hammer... Koopa-Outfit. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt offiziell für ein Power-Up sein soll. Und dadurch, dass man den Giant-Pilz hat, verliert man das. Okay, Luigi sieht ein bisschen komisch aus, wenn er ein Item hält. Ihr seht's schon, ne, weil... sieht wirklich komisch aus. Okay, hier ist der Knopf, den wir gesucht haben. Das Spiel sagt, geh da runter. Aber ich sag, nö, ich geh jetzt mal hier lang. Dann können wir mal das Ding. Dann können wir runter. Okay, also das sieht wirklich ein bisschen seltsam aus, weil es sieht irgendwie nicht richtig aus, wie Luigi das Ding hält. Okay. Aber es ist ja nur eine Kleinigkeit. Phew, Luigi hat's geschafft. Da freuen wir uns alle. Stimmt, wir haben jetzt gar nicht geguckt, ob das... Okay, es muss kein Secret Exit haben. Das kann sein, dass... Ich glaube, das Level hier einen Secret Exit hat. Und das untere Level hat auch einen Secret Exit. Das kann auch sein. Schauen wir mal. Mario. Ist wieder. Also diese gesamte Welt ist eine Art Cave-Welt. Ist auch cool. Ich meine, vergleich das mal mit dem Originalspiel. Da war das... war jetzt zwar eine Wüste... Und auch diese... Moment, das schaffe ich auch so da hoch, oder? Mit Luigi hätte ich es vielleicht geschafft. Also mit Mario kriege ich das leider nicht hin. Ach so, okay. Okay, ich dachte, das würde mich in einen ganz neuen Raum bringen direkt. Okay. Mit dem Ding muss ich erstmal klarkommen. Ja, ich sehe... Ah, scheiße. Und das hätte ich auch mit Luigi geschafft. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Mist. Ich hab's verkackt. Ah, ich kann keinen Wandsprung oder sowas machen. Ärgerlich. Ich glaube, ich werde mich einfach umbringen gehen. Wo ich kann. Oder ich gucke schon mal, wie ich die nächste Münze kriegen kann, potenziell. So, und dann so. Und dann so, und dann... Okay, ich verstehe.
Scheiße, ey. Es fuckt mich trotzdem ab, da ich das eine verkackt habe. Nochmal. Ich werde sogar Mario behalten. Ich meine, Luigi würde es mir einfacher machen. Aber ich behalte Mario. So, jetzt sind wir wirklich in so einer Art Röhre. Oder in einer, also in einer Riesenröhre auf jeden Fall. So, und hier muss ich mich jetzt mehr beeilen als eben, weil eben habe ich doch mir zu viel Zeit gelassen hier. Zack, springen, springen. So, so geht das hier. So, und das Ding zu kriegen war... Die Kamera scrollt nicht mehr mit hoch. So, das macht, dass er runterfällt, okay. Das holt mir dann die Münze. Bevor ich da reingehe, nochmal hoch. Und dann noch eine Runde laufen. Cool. Okay, clever gelöst. So läuft der Spaß. Wo bin ich? Okay. Ich bin noch da. Ja, also ich muss sagen, es lässt sich sehen, das Spiel, ne? Bis jetzt muss ich auf jeden Fall sagen. Die Sache ist ja, wir hatten ja wirklich eine lange Wartezeit, weil es sollte angeblich ja schon Winter 2016 rauskommen. Zur gleichen Zeit ungefähr wie Mario Maker für 3DS sollte das rauskommen, das weiß ich noch. Das habe ich noch so ungefähr im Kopf. So, da will ich hoch. Ich glaube, da werde ich auch hochgeschossen, oder? Wenn ich hier reingehe. Nicht zu weit laufen. So, aber dann hat sich das verzögert und verzögert. Ich meine, laut Aussagen vom Hackersteller hieß es ja, das Spiel ist eigentlich so gut wie fertig. Es sind wirklich nur so ganz wenige Kleinigkeiten, die da gemacht werden müssen. Aber die, die haben die Zeit auf jeden Fall genommen. So, und er, also Scavo hat Wert drauf gelegt. Scheiße, ich glaube, ich habe das Secret Exit gerade gefunden. Moment, ach, ich komme auch so da hoch. Moment, das... Ach, ich kann mich auch da hoch... Nein, 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 das ist das Secret Exit hier drin. Und hier muss ich mich sonst hochschießen. Okay, ich verstehe. Gut. Also, er wollte dann das Spiel nicht rausbringen, weil er nicht zufrieden war mit diesen Kleinigkeiten, die noch nicht ganz fertig waren. Oder die unperfekt waren. Okay, ich kann mir zwar diese Yoshi-Coin holen, aber dafür riskiere ich mein Leben. Das will ich irgendwie gerade nicht. Das, weil ich dann vor dem Ziel sterben würde, wäre voll blöd. Ja, und dann hat sich das Ganze echt lang verzögert. Und ich habe gewartet und gewartet und ich habe auf das Forum durchsucht von diesem Spiel. Okay, wir gehen nochmal rein. Ich bald einfach mal Mario. Weil ich habe mal irgendwo gelesen, er hat geschrieben, er wird das Spiel erstmal releasen und das ins Forum schreiben, bevor er ein YouTube-Video dazu macht, um zu verhindern, dass Nintendo das Instant Down nimmt, sage ich mal. Weil auf YouTube, wenn man das hier publiziert, das ja viel mehr Aufmerksamkeit bekommen würde. Und dann habe ich dann auch geglaubt und habe dann jetzt echt gedacht, so, okay, ich guck mal lieber dann in meinem Forum nach, so alle 2-3 Tage, ob da irgendwas Neues ist. Und es, ich sag euch, was da ist. Meistens sind da irgendwelche Kids, die irgendwas... Also es sind zwei Formen von Leuten da drin, überwiegend. Irgendwelche Kids, die fragen, wann kommt das Spiel jetzt eigentlich raus, obwohl es schon tausendmal klar ist, dass es nicht feststeht. Ein klares Datum. Und dann gibt's noch die zweiten Leute, die sich darüber abfacken. So irgendwelche Leute, die da jeden Tag in dem Forum da irgendwie die Chefs sind auch oder sowas. Die sich darüber abfacken und die Leute bannen. Die zwei Leute, die zwei Kategorien von Leuten waren da drin. Und ich habe mir das Tag für Tag durchgelesen, hatte echt keinen Bock mehr da drauf. Okay, nicht wirklich Tag für Tag, aber relativ häufig. Also ich selber habe da nie irgendwie reingeschrieben. Ich habe mir nicht mal einen Account gemacht oder sowas. Hatte ich nicht nötig. So. War jetzt nicht in meinem Interesse. Ich wollte einfach nur wissen, wann das Spiel rauskommt und weil ich dachte halt, es würde erst da released werden, bevor es irgendwie auf YouTube kommt, habe ich mal danach geguckt, aber am Ende war es gar nicht der Fall. Am Ende habe ich das auf YouTube mitbekommen. Oh fuck. Oh, schneller, schneller, schneller. Ja, okay. Okay, dann direkt nochmal, damit wir auch oben ankommen. Ja, und das ist halt die Geschichte dazu. Ich habe ja auch zur Erinnerung New Super Mario Bros. Wii gespielt. Und die... Was gab es denn? Newer Holiday Special, ein Winterhack. Newer Summer Sun, ein Sommerhack. Und Newer...
Ein drittes, was ein Herbstthema, aber ich habe aber den Namen vergessen. Joa. Hab echt den Namen vergessen. Krasse Sache. Ja. Naja. Und was jetzt in Bearbeitung ist, ist Newer Super Mario Bros. U für die Wii U. Ein New Super Mario Bros. U Hack. Und, aber das wird sich, glaube ich, echt noch ein paar Jahre ziehen. Na, mal schauen. Ich weiß nicht, ob das Level jetzt auch einen Secret Exit hat. Das werden wir jetzt mal versuchen rauszufinden. Okay. Was gibt's denn? Ein Mini. Ja, ich muss den Mini-Pilz nehmen. Ich habe keine Wahl. Ich bin kein großer Fan von Mini-Pilz, weil man halt kaum Gegner besiegen, also schwierig und Gegner besiegen kann. Und es zählt, als wäre man klein halt, ne? Man kann halt von einem Treffer schon getötet werden. Aber selbst hier wurden Soundeffekte ausgetauscht. Weil ich habe nicht im Kopf, dass es so einen Soundeffekt gab. Wenn man als Mini Luigi gesprungen ist. Oder Mini Mario. Und man läuft halt auf Wasser, ne? Ich falle halt nur durch, wenn ich stillstehe. Das heißt, ich versuche immer so ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Okay, das ist wohl relevant. So, okay. Ja, damit habe ich mir das hier freigeschaltet. Dann kann ich hier rein. Wunderbar. Ein Secret. Yeah, ich habe ein Secret Exit gefunden. Schöne Sache. So, ich sag mal, als Mini-Mario kann man ja generell ein Stück weit höher springen als normal. Aber ein Mini-Luigi, der ist natürlich noch krasser drauf. So, der kann wirklich hochspringen. Okay, wir haben das Secret Exit erreicht. Das heißt, das andere Level da, also ich rede von dem Level hier, das in der Mitte, das hat kein Secret Exit. Let's go! Okay, gut, wir haben schon einen Mini-Pilz noch einen. Ich glaube, ich könnte mir einen auf Reserve jetzt nehmen oder so, aber das möchte ich gar nicht. Kein Interesse daran. Ich bin mal gespannt, wie es ist. In New Super Mario Bros. Gab es hier zwar 8 Welten, aber man ist ja nicht die 8 Welten linear durchgegangen. Man ist, glaube ich, in Welt 1, 2, 3, 5, 6 und 8, glaube ich, gegangen. Und die anderen 2 Welten, also 4 und 7 waren das, glaube ich. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich glaube schon. Die waren hier nur erreichbar, indem man im vorherigen Schloss der Welt den Boss als Mini-Mario oder Mini-Luigi gemacht hat. Was gar nicht mal so einfach war. Das war eine Herausforderung, ne? Und ich weiß nicht, ob es hier auch irgendwie sowas in der Art gibt, um diese Welten freizuschalten. Oder ob man die einfach so erreicht. Mir persönlich wäre das lieber, wenn man einfach so da rein kann. Weil dieses System hat mir nicht wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Muss ich lang. Okay, hier wird es langsamer. Nö, also ich habe Angst, dass ich mein anderes Power-Up verliere. Deswegen mache ich das mal so. Man kann es hier eh nicht auswählen. Ihr seht, das ist grau. Und es hat sogar einen Fehler-Soundeffekt. Hört ihr das? Wenn ich das drücke, versuche mir zu nehmen. Wow, wow, wow. Oh, oh, oh. Okay, alles gut. Und hier sollte ich mal versuchen zu schwimmen. Ich glaube, in der Schwimmattacke gehe ich auch direkt ins Wasser rein. Dann wieder hier hoch. Dann hier einmal hüpfen und wieder rein. Okay, das ist cool gemacht auf jeden Fall. Sehr kreatives Level. So, ich kann jetzt hier rein. Oder ich kann es auch lassen und mir das hier holen. Für die zweite Münze. Okay. Ja. Ja, die Sache ist ja, es war ja nicht nur schwer, die Bosse zu machen als Mini-Mario. Also das war ja schon eine Herausforderung. Aber auch an die Power-Ups zu kommen, man kam nicht so mal eben so schnell an einem Mini-Pilz. Es war schon schwer. Und wenn man es einmal verkackt hat, dann muss man wieder ein oder zwei, nachdem, neue suchen. Die hat man nicht so mal eben bekommen. Es gab gewisse Levels, die haben welche angeboten. So wie als Beispiel auch dieses Level jetzt in diesem Spiel. Ich will mal da rein, weil es ist gelb. Okay, war vollkommen richtig die Entscheidung. Okay, und dann jumpen wir einmal hier hoch. Aber sonst muss man in diesen Pilzhäusern, und dann hat man die nur zufällig bekommen. Man hat ein zufälliges Power-Up bekommen. Man muss so Glück haben, dass es das ist, was man dann auf Ersatzreserve bekommt. Ja, war schon ärgerlich. Und ihr könnt auch hier auf der Map sehen, wir haben hier Welt 1, 2 und die jeweils nächsten sind übereinander gestapelt, anstatt nebeneinander. So. Da wir das jetzt haben, können wir jetzt hier durch und
Das Ding ist das Schloss. Okay. Das ist ein Anker. Aber dazu später erst. So. Oh. Okay.